How do you do, ladies and gentlemen, and teachers and boys and girls? I am Julia Sumner Miller, and physics is my business. Speistegereiste reisen selten bis Elba. Man macht es euch halt selber. Ich glaube, ich habe es jetzt endlich gefunden. Lesson 43 ist das, glaube ich. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, ich hätte das in einem anderen Video noch besser gesehen. Aber er sagt das hier, oh, I coupled it again. Das hatte ich damals in Slow Motion. Ich denke, das ist das Video. Ich werde mich jetzt mal ransetzen und das raussuchen. Ich habe es einfach mal aufgenommen. So, man sieht, es dauert auch ein paar Minütchen. Und wobei ich schon wusste, was ich suche. Ne? Ich habe noch was Interessantes gefunden. Da mache ich aber, glaube ich, mal ein extra Video. Ich habe mein Video mit den Magnetfeldern hier, das werden wir dann bald sehen. Also das werde ich danach machen. Da hört das nochmal von Julius Sumner Miller. Ich dachte, Sumner? Sumner Miller. Okay, naja. Auf jeden Fall hier zeigt er das auch nochmal schön. Interessant, habe ich jetzt durch Zufall gefunden, weil ich diese Dinger hatte ich nur noch in Erinnerung. Diese Voltmeter. Ich suche jetzt mal die ganzen Stellen wieder raus und das zeichne ich auch jetzt nicht auf. Und dann gucken wir uns mal Stück für Stück das an und ich gehe mal drauf ein. Bis gleich. Here is a coil of wire of so many turns. Here is another coil of wire of so many turns. I am going to put this coil inside of that one, and the degree to which they are coalesced, let us say, we call the coupling. Now, I am going to connect the outer coil to this meter, and then I am going to connect the inner coil momentarily to the battery, and you watch the needle. Watch it now. I'll come over this way. Watch. The deflection is feeble. The coupling is very poor. The induction is not so good. Let me increase the coupling by having the inner one more inside the outer one. Now watch. Oh, I'm having a little trouble there. A little more deflection. Let me couple them completely. A little more deflection. Let me couple them completely. A little more deflection. Now you will observe that these are air cores. That is, the central place in here is empty of any magnetic stuff. So what am I going to do? I am going to put an iron rod, which is a big heavy 80-penny nail. I am going to put that inside the inner coil. Now I'm going to connect the circuit momentarily. Watch it now. Watch. Oh, look at that. So you see why it is. Habt ihr das gesehen? Alter, das ist ja der Hammer. Und zwar, wenn ihr Eisen in die Spulen macht oder einen Ringkern, wenn wir Ringkerne benutzen, wie bei einem Joule-Diff oder so, dann steigt die Induktivität der Schaltumwicklung, ja, der Wicklung oder des Transformators, wie man es nun sagen will. Wenn ihr eine Luftspule macht, habt ihr gesehen, ist das Verhältnis 1:1. Wie war denn das Verhältnis, nachdem Eisen hinzugefügt wurde? Ich würde ja mal sagen 1:2. Also der eine Ausschlag ist, was reingeht, und das andere ist, was raus oder zurückkommt, besser gesagt. Und hier sehen wir eindeutig, dass bei einer Luftspule fast 100% zurückkommen, ungefähr. Und bei einer Spule mit Eisen oder Ferrit oder etc. eben weniger wie die Hälfte. Ich habe mich entschlossen, das Ganze mal selber aufzubauen und zu probieren. Und dazu habe ich hier ein kleines Digital-Oszilloskop. Ich muss es noch einstellen. Moment. So, jetzt habe ich es eingestellt. Ich habe einen kleinen Aufbau gemacht.
einfach eine Luftspule. Hier ein Kompass, damit ihr seht, wenn ich hier einschalte, dass hier sich das Magnetfeld ändert, einen kleinen Vorwiderstand, dass nicht alles abraucht. Eine 1,5 Volt Batterie, ungefähr 1,3 Volt irgendwas. Und das Digital-Ostsee habe ich hier direkt über der Spule. Und hier ist der Außeneinschalter, dass ich die Batterie trennen kann. Hier ist nur die Stromversorgung aus der Powerbank von. Also ich habe gerade so ein bisschen das Gefühl, dass das hier meine, dass das der Schalter ist oder irgendwas, was mir hier einen kleinen Streich spielt. Ich wollte, ich habe es extra schön aufgebaut, oder ein bisschen schön zumindest, damit ihr es besser seht, aber irgendwas, ich klemme das jetzt mal ab und nehme eine dickere Krokoklemme. So, ich habe es nochmal umgestellt. Jetzt fast oben Anschlag, fast unten. Luftspule, eben mal kurz rantippen. Ihr habt es ja gesehen. Huch. Jetzt machen wir den Kern rein. Machen wieder Stinks. Zack, eben mal ran. Zack. Ne, oben gleich, hat sich ja nicht geändert. Aber unten, naja, der Hälfte. Keine Ahnung. Ich werde sagen, ich werde mal gucken, dass ich euch das zusammenschneide. Sollte eigentlich 2-1-Minute-Video werden, wo ich euch fix das zeigt, den Unterschied. Ja, wahrscheinlich lag es jetzt an dem Schalter oder am Vorwiderstand, an der Akku, die Batterie war wahrscheinlich auch noch leer. Ja, und Einstellbereich war auch nicht perfekt. Wir können zur absoluten Sicherheit das Ganze jetzt nochmal wiederholen. Nicht, dass es der eine oder andere sagt, das war jetzt noch Glück hier. Probieren wir es nochmal kurz ran. Wesentlicher Ausschlag nach oben wie vorher und Hälfte nach unten. Und jetzt tun wir einfach den Stab raus. Drücken wieder drauf, dass ihr was seht. Zack. Ich mache es mal hier so in der Mitte. Stopp. Na, deutlich höher. War jetzt nicht ganz perfekt wieder. Aber ich denke, es ist deutlich zu sehen. Ich kann es jetzt so reproduzieren. Wie gesagt, vielleicht war so eine Krokoklemme, keine Ahnung, ist jetzt so, jetzt muss ich mal gucken, dass ich noch ein bisschen zusammenschneide. Also, um das nochmal kurz zusammenzufassen, wenn wir ein Material in die Spule einführen, erhöhen wir die Induktivität. Und die Induktivität auch wiederum senkt den Back-EMF. Das habt ihr jetzt hier gesehen, oberhalb der Linie war quasi EMF anklemmen und wegnehmen ist Back-EMF. Ne? Ich denke, das hat man gut gesehen. In diesem Sinne, wenn ihr eure Bedinis oder was auch immer besser machen wollt, wenn ihr Back-EMF nutzt und es besser machen wollt, dann macht es mit Luftspulen. Ihr könnt auch nochmal mein Wicklungsvideo beachten von dem Joule-Tief Video. Ne, wenn ihr das jetzt mit Luftspulen macht, ist natürlich trotzdem sind die Magnetfelder zu beachten. Ne? Ist natürlich klar. Gut, in diesem Sinne, lass knacken, viel Spaß beim Basteln. Tschüss.